war meine Reaktion, als ich das erste Mal den Trailer zu Horizon Zero Dawn gesehen habe. Was da drin alles Tolles vorkommt, was ich gar nicht beachten konnte, weil ich so weggeblasen war, das wird uns jetzt der Kollege Sebastian Stange erzählen. Du hast dich da schlau gemacht. Ich habe mich schlau gemacht, ich habe mit unseren E3-Reisenden in Los Angeles korrespondiert und mir den Trailer auch nochmal angeschaut in allen Details. Und genau das wollen wir jetzt tun. Gemeinsam auf die Details gucken. Fire away, und es fängt an mit Höhlenmalerei und einer Malerei, nämlich diesem Zeichen, das ist Guerilla Games. Guerilla Games aus Amsterdam, die kennt man eigentlich ausschließlich durch die Killzone-Reihe. Zuletzt hatten sie mit Killzone Shadowfall einen Starttitel für die PS4. Mhm. Der war auch damals schon grafisch ein echtes Brett. Und auch Horizon Zero Dawn, so wird es heißen. Dieses Spiel, ihre neue IP, ihre neue Marke, die wahrscheinlich noch über viele, viele Spiele erweitert wird. Also nicht heutzutage gibt es ja nicht Spiele, die einfach nur so erscheinen, ohne Nachfolger. Nee. Das ist sozusagen der Anfang einer größeren Spielereihe. We are not doing games, we're doing franchises now. Ja. So ist es. Und es geht in eine Art apokalyptische, prähistorische Welt. Sieht so ein bisschen aus, wie wenn man sich das, was sie bei Last of Us gemacht haben, und dann noch mal ein paar Schritte weiter in die Zukunft, also der Untergang der Zivilisation und dann der Aber so neue richtig Aufstieg. Und dann der Neuaufstieg. Ich bekomme hier auch starke Enslaved-Vibes. Ja, oh, stimmt, gut. Ja. Das werden wir auch später noch sehen, warum. Also falls es jemand noch nicht gesehen hat, der Twist kommt ja. Warum aber die Welt untergegangen ist, das wird aus dem Trailer nicht so recht klar. Oder das weiß man auch noch nicht so wirklich. Das wird nicht klar, und dieser Frage weichen die Entwickler, wenn man sie damit konfrontiert, auch geschickt aus. Und ich bin mir sicher, das Spiel selbst wird es zumindest in diesem ersten Teil auch nur andeuten. Ja. Ich denke, genauso wie bei Enslaved wird das ein großes Rätsel sein und auch so ein bisschen Motivation. Aber alter Vater! Das soll angeblich alles auf der PS4 so laufen. Und das traue ich Guerilla Games zu, zumal im Detail betrachtet. Man hat ja auch mal ein paar Schatten-Pop-Ups und solches. Es sind Makel drin, die mich glauben lassen, dass es tatsächlich Spielegrafik ist. Krass. Ja, saufen hier schon irgendwelche Stämme durch die Gegend, und das sind dann die neue Menschheit mehr oder weniger. Die Menschheit, ich weiß nicht, von welchem Punkt sie neu gestaltet ist, aber die Menschheit rappelt sich langsam wieder auf und befindet sich im Spiel sozusagen mehr oder weniger auf der Stufe von Neandertalern. Also Stämme, die langsam sich niedersiedeln in verschiedenen Zivilisationsstufen, ja. Aber eben Jäger und Sammler. Es wirkt auch so ein bisschen wie dieser Pixar-Disney-Film Brave. Mhm. Und eben auch eine weibliche rothaarige, ja, Heldin, Aloy heißt sie, und Roboter-Dinosaurier. Wie cool ist das? Und Robodinos. Es ist eigentlich total bescheuert, und ich glaube, ein, zwei Guerilla-Mitarbeiter, die mit der Story betraut sind, werden öfters nachts schweißgebadet aufwachen. ich kann das nicht, ich kann das niemals erklären. Aber mein Gott, cool. Sie machen ein Spiel draus. Aber und jetzt sind wir im Spiel drin. Ja, das ist ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel? Ein Action-Rollenspiel mit Crafting. Mhm. Und mit verschiedenen Vorgehensweisen. Stealth ist wichtig. Die Dinos, die praktisch wie Tiere die Erde bevölkern und auch KI-mäßig als Rudel agieren. Ja. Das ist nicht geskriptet, gerade sondern eben dynamisch. Was? Ich springe nochmal kurz zurück. Genau. Diese Einblendung, man kann die jetzt auch looten. Richtig, das ist für das Crafting dann wichtig. Ja. Und das war eben jetzt ein Wächter, und da muss man eben gucken, dass man die Wächter nicht alarmiert, weil man sonst die anderen Dinos auf sich aufmerksam macht. Und diese Szene ist natürlich durchchoreografiert, so cool wie möglich auszusehen, aber sie ist dennoch dynamisch. Der Spieler hat sozusagen hier möglichst schick in Szene gesetzt, die dynamische KI genutzt, eben Dinos auf sich aufmerksam gemacht, ja, oder Robos. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Wie soll man die Dinger nennen? Dino-Robos. Diros? Diros. Keine Ahnung. Die Frage ist, ob dann irgendwann auch erklärt wird, warum sie da diese Roboter jagt, weil... Sie braucht etwas. Und ich sehe hier, das sind ja sozusagen Pflanzenfresser-Robodinos, die Tanks haben. Und sie sagt, die Tanks sind fast voll und sammelt etwas auf, das heißt Blaze. Blaze. Ich weiß nicht, was das soll. 420 Blaze. So. Gut möglich, dass die Robos sozusagen Ressourcen abbauen, die auch sozusagen die Menschheit nutzen kann. Was da für ein Story-Konstrukt dahinter ist, da bin ich wirklich gespannt. Und jedenfalls macht sie jetzt diesen Robo-T-Rex auf sich. T-Robosaurus Rex. Er hatte sogar einen Namen, aber der ist mir jetzt leider entfallen. Aber das wirkt ja schon so, als wären das halt Abwehrsysteme. Ich gehe mal kurz zurück, da war nämlich auch so, richtig, was du zeigen wolltest. Das ist halt ein Raub-Robo-Dino. Aber er scheint schon die Herde zu beschützen, und da ist auch die Frage, ob der jetzt noch eine große
in der Story sozusagen eine große KI sozusagen alle Robos steuert, dass sie sozusagen alle für ein Ziel arbeiten oder ob die einfach wirklich nur wild sind. Sehr spannend. Aber wer weiß, das wird noch lange dauern, bis wir da Gewissheit haben. Was wir also hier schon erkennen können, ist ein Kreismenü. Ha, Konsolenspiel, klassisch, aber man hat halt einen Bogen als Hauptwaffe. Man sieht drei verschiedene Pfeilarten. Den normalen Pfeil, von denen hat sie auch am meisten einstecken, die Aloy. Rechts sehen wir den Elektropfeil, links einen Explosivpfeil. Man hat auch gleich unten eingeblendet das Ammo-Crafting. Man kann also direkt aus diesem Menü raus schnell mit X einen neuen Pfeil und mit Viereck fünf neue Pfeile craften. So ein bisschen wie bei Last of Us auch. Oder Far Cry, wo man auch jederzeit im Menü rumcraften konnte. Und links davon sehen wir noch den Seilpfeil, ganz links, 14 Stück. Und was ich in dieser Demo nicht gezeigt wird, was die Entwickler aber hinter verschlossenen Türen auf der E3 gezeigt haben, das sieht man über dem Seilpfeil, sind sozusagen Stolperdrähte. Die schießt man in den Boden an zwei Stellen und dazwischen ist dann ein Stolperdraht gespannt, der eben dann auch Dinos drüber laufen, zu Fall bringt. Und also ist nochmal was Eigenes, weil den Seilpfeil sehen wir gleich. Den Seilpfeil sehen wir gleich. Okay. Noch irgendwas? Das ist alles, was in diesem Kreismenü zu sehen war. Und nur ist es eben so, dass das nicht bloß einfach ein Gegner ist, sondern dieser Tyranno-Robo-Rex ist aus sehr vielen verschiedenen Komponenten zusammengesetzt und er hat 10 verschiedene Angriffsmuster, also er ist relativ unberechenbar. Mhm. Das ist nicht so ein klassischer geskripteter Boss, der seine drei Phasen durchgeht, sondern der soll so ein bisschen dynamischer und mit einer interessanten KI versehen sein. Und je nachdem, wie man spielt und wie man ausgerüstet ist, muss man jetzt auch nicht zum Beispiel sein Geschütz vom Rücken schießen und damit auf ihn ballern. Es gibt halt diverse Möglichkeiten, aggressiv oder etwas schleichend das Ding fertig zu machen. Es gibt verschiedene Stellen, an denen man ihm die Rüstung abschießen kann. Er besteht sozusagen aus sehr vielen Einzelteilen, so ein bisschen wie bei Shadow of the Colossus, die man eben alle individuell runterballern kann und die eigene Schwachstellen offenbaren. Also ich bin total hypnotisiert, das ist so cool. Es ist halt auch fantastisch inszeniert, also was die Beleuchtung angeht. Jetzt schießt hier schon die Seilpfeile raus, ne? Die Beleuchtung in den Detailgrad und die Animation, das ist wirklich das ist super. Mit den Seilpfeilen ist dann so ein bisschen wie die diese Laser-Dinger bei Evolve, wo man auch das Monster so verlangsamt. Da gibt es auch Harpunen-Geschütze, die automatisch das Monster bremsen. So, genau. Zack. Und leider gleich direkt geiler als das Monster bei Evolve angreifen. Sorry, das ist wirklich eine beeindruckende Szene und es ist halt unglaublich interessant. Was war das gerade eben? Das ist hier nochmal, ist das so eine Art Bullet Time oder ist das ein... Das ist die Frage, die wir uns noch ein bisschen stellen. Gut möglich, dass wenn man auf einen wunden Punkt zielt, dass dann automatisch so eine Bullet Time beginnt. Gut möglich, dass man das durch Drücken auf die Sticks aktiviert und es so eine Spezialenergie ist. Das gibt diesbezüglich keine Auskunft. Ja. Also hier zumindest läuft diese Anzeige voll, dass da jetzt wohl maximaler Schaden erreicht wird. Und sie sagt auch nochmal ein Sprüchlein auf. Also es wäre ein Indiz dafür, dass das so eine Art automatische Zeitlupe ist, wenn man eben auf den Weakspot schießt. Und killt ihn jetzt in so einer Zwischen- Und das ist so bizarr, einen Roboter mit einem Spieß umzubringen und das auch noch so ernst zu nehmen. Aber mein Gott, die Menschen in dieser Spielwelt kennen es nicht anders. Ja. Ich finde es sehr schön, dass es nicht bloß ein Gimmick ist, diese ganze Robo-Dino-Geschichte, sondern dass die Entwickler halt da schon wirklich eine Welt gebaut haben, die in sich schlüssig ist. Mhm. Nachdem ich das erste Mal diesen Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, naja, aber Neandertaler versus Robos. Und jetzt kannst du mal zurückspulen auf die Szene, wo man ihren Stamm vorstellt. Dann gehe ich nochmal ganz weit zurück. Das war schon zu weit. Das war viel zu weit. Wo sie die, ungefähr. Und da sieht man zum Beispiel, dass ihre Armschiene besteht ja aus Plastikschrott. Mhm. Das sind irgendwelche Verkleidungen von Robotern und so ziemlich jedes Teil ihrer Ausrüstung, die Pfeilspitzen, das sind eben auch Explosivgeschosse. Und wenn sie dann, ich glaube, das ist ein Stück vorher noch in der Szene, im Detail sieht man, obwohl das auf den ersten Blick und für jemanden, der diesen Trailer zum ersten Mal sieht, völlig wie Urzeit wirkt, ist es im Detail dann schon vollkommen durchsetzt von diesem Roboter und postapokalyptischen Thema. Also genauso wie damals eben die Höhlenmenschen sich aus den Überresten von den Tieren ihre Sachen gemacht haben, bauen die das statt Überresten Knochen gibt es halt Plastikverschalung. Und das finde ich ziemlich reizvoll und ist vor allen Dingen ein apokalyptisches Szenario ohne diesen klassischen Mad Max-Look, den ich langsam überhabe. Ja. Höchst spannend. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Weiß man denn schon, ob das jetzt nur ein Singleplayer-Spiel wird oder ob das auch ein Multiplayer-Dings ist? Soweit ich informiert bin, ist das so vom am ehesten vergleichbar vielleicht mit einem Witcher 3.
So im Sinne große Spielwelt, sehr viel zu tun, sehr viele Aufgaben, vielleicht ein bisschen actionreicher, mit einem größeren Fokus auf Crafting. Aber es sollte, also sie verkaufen es nach wie vor, sie nennen es Rollenspiel. Mhm. Also scheint da in Sachen Story und in Sachen Charakterentwicklung noch mehr zu kommen. Aber all diese Spielbestandteile, die sonst zu einem Rollenspiel dazugehören, da sind die Entwickler auch gerade noch nicht bereit, irgendwas zu sagen. Das ist halt leider bei einer Enthüllung von einem Spiel so, dass da wird was gezeigt. Und man darf Fragen dazu stellen, was zu sehen ist. Und alles, was bewusst weggelassen wurde, ist dann auch meistens... Ja, das ist im nächsten PR-Zyklus. Richtig. Dann. Ja, ich bin gespannt, wie ein aus Roboterteilen zusammengelöteter Kampfbogen, was es da noch Neues gibt. Danke, Sebastian, für diese Einblicke. Mhm. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei GameWatch. Ciao.